Hallo und herzlich willkommen bei Wario Land 4. Wie versprochen, fangen wir jetzt mit Wario Land 4 an, was für den Game Boy Advance schon rausgekommen ist. Und das fand ich sehr, sehr cooles Spiel. Habe ich oft gespielt, vielleicht sogar öfter als Wario Land 3, zumindest was das Durchspielen angeht. Ich kann mich trotzdem nicht mehr so gut daran erinnern, weil es schon lange her ist. Aber es ist ein deutlich kürzeres Spiel, wie ich der Meinung bin. Wir werden hier erst einmal löschen. Jawohl. Und dann gehen wir hier mal rein. Und auf No Data, normal, hard. Hard ist meiner Meinung nach nur so weit der Unterschied, dass wir weniger Zeit haben. Ja, manche der Levelabschnitte sind zeitbegrenzt und da haben wir dann weniger Zeit. Aber ich spiele lieber auf normal, das gefällt mir besser. Auch wieder eine hanebüchene Geschichte, aber gucken wir sie uns einfach mal an. Tja, da wären wir. In der Pyramide, die Wario gefunden hat. Mehrere Fragen, die jetzt offen sind. Ich weiß nicht mal, ob alle davon erklärt werden oder so. Ist auch egal. Wir sind in der Halle der Hieroglyphen. Hall of Hieroglyphs. Da gehen wir jetzt rein. Was mit diesem Frosch hier los ist, werden wir noch erfahren. Was das für ein Strudel ist, werden wir auch noch erfahren. Und was das alles soll, werden wir, glaube ich, nicht erfahren. Egal. Da haben wir jedenfalls gesehen, da oben kommen wir her. Sehr schön, man kann hochgucken. Und da ist der Frosch. Und wenn wir auf den drauf drücken, verschwinden da die Froschblöcke. Und dieser Kreisel geht wieder auf und wir können wieder zurück. Das heißt, dieser Frosch da ist das Ende. Jetzt neu, wir haben auch Gesundheit. Aber trotzdem gibt es immer noch diese zahlreichen Effekte. Diese zahlreichen Effekte, mit denen Wario belegt werden kann. Also es ist keinesfalls so, dass es jetzt ein normales Jump'n'Run wird. Wir können hier noch, wie gehabt, alles wegtackeln und so. Und anstatt Schlüssel zu suchen, suchen wir jetzt immer 4 solcher Kisten mit diesen Zeichen da drin. Und da brauchen wir in jedem Level 4 solche Zeichen. Ansonsten müssen wir das Level, glaube ich, nochmal machen. Hier wird uns alles schön erklärt. Alles wunderbar. Einfach Standard. So, bam, die boxen wir alle weg und machen da schön die Truhe auf. So, die Truhe können wir auch aufmachen, wenn wir nicht gegen tackeln, aber das finde ich eigentlich so cooler. R, sehr cool. Wenn wir genug Anlauf haben, dann können wir da schwere Blöcke mit zerstören. Finde ich sehr, sehr cool. Yo, bam. Das finde ich wirklich cool. Es gibt keine Unterwasserlevel, Gott sei Dank. Man sieht nämlich Unterwasser nix. Das finde ich eine coole Sache. Ich brauche keine Unterwasserlevel. So. Hier, die Diamanten sind auch sehr schön. Gibt nochmal 1000 Punkte. Ihr seht, die Punkte hier sind relativ wichtig. Die werden oben mitgezählt. Und jetzt können wir uns tatsächlich auch vernünftige Sachen davon kaufen. Werfen können wir auch schon. Das ist also nicht so, dass wir unsere Skills erstmal kaufen müssen. Wir haben unsere Skills schon. Und ich glaube, es gibt auch keine Blöcke, die wir nur auf bestimmte Art und Weise kaputt machen können. Ihr habt ja eben gesehen, dass wir diese normalen Blöcke mit einem Steinwurf kaputt machen konnten. Sachen, die im dritten Teil noch nicht gingen. Da gab es halt die speziellen Wurfblöcke, die nur damit kaputt gingen. Hier ist das alles etwas anders. Aber es ist trotzdem sehr cool. Und hört mal auf die Musik. Die läuft jetzt normal. Aber wenn wir uns bücken und krabbeln, also wenn wir langsam sind, dann wird die Musik auch langsam. Also die Musik reagiert auf Varios Bewegung und Aktion und ist dementsprechend dynamisch und verändert sich. Und das ist eine sehr coole Sache. So, dieses kleine Mistvieh. Ach ja, wir haben eben diesen Bodenangriff gemacht. Der geht hier auch. Gut, das hatte ich auch ganz vergessen. Ja, rollen können wir uns natürlich auch wieder. Großartig. Das hatte ich ganz vergessen. Mit diesem Bodenangriff können wir manche Gegner so bearbeiten, dass wir mehr Punkte von ihm bekommen. Der Schlüssel ist wichtig. Für irgendwas kann ich mich jetzt nicht mehr so recht erinnern. So, wenn wir den Bodenangriff machen hier, dann werden diese Gegner rot und lassen mehr Punkte fallen. Das ist ganz cool. Auf die Kiste können wir draufsteigen, aber nur so lange, wie sie noch noch nicht geöffnet ist, wie sie noch geschlossen ist. Ansonsten wären wir an diesen großen Punkt eben nicht rangekommen. Ich weiß nicht mehr, wofür der Schlüssel ist. Ich hab's echt vergessen. So, und für die müssen wir einfach aus höherer
aus höherer Höhe runterspringen, einen Flammensturzflug-Superangriff machen, sozusagen. Warum war den denn jetzt hier? Achso, natürlich. Den brauchen wir jetzt dafür, wenn wir hier auf den Frosch draufgesprungen sind. Weil ohne Frosch können wir da noch nicht durch. Und wenn wir auf den Frosch draufspringen, läuft eine Zeit ab. Eine Minute, und diese Minute haben wir jetzt Zeit, um den Eingang zu finden und durchzugehen. Ansonsten schließt sich der Eingang. Ich weiß nicht, ob wir sterben, wenn wir die Zeit verpassen. Oder ob man denn einfach nochmal drauf drücken kann, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden hier nochmal die Teile gezählt. Die brauchen wir, die sind wichtig. Tja, Best Score. Es geht hier tatsächlich noch um Highscores und so eine Sachen. Man kann hier tatsächlich auf Punktejagd gehen, wenn man das denn möchte. The game is always saved when you go back to a passage. Okay. Das ist gut zu wissen. Ah, natürlich, Schlüssel kommen wir überhaupt erst ins nächste Level rein. Cool. Und mit diesen vier Bruchstücken können wir den Endboss freischalten. Diese Passage hatte nur ein einziges Level, deshalb ist der Endboss schon freigeschaltet. Hier gibt es einen Minigame-Shop. Wir gehen da mal rein. Win Medals in Minigames. Wario's Home Run Derby, The Wario Hop oder Wario's Roulette. Ach, kann ich mir gar nicht leisten. Ach nee, es ist runtergesetzt auf 2000. Guck mal oben. Der Preis ist runtergesetzt. Ja, das finde ich jetzt, habe ich aber jetzt über irgendwie auf alles keine Lust. Wenn wir da Sachen freischalten, also da können wir uns dann Sachen von kaufen und die würden uns den Endboss einfacher machen, indem dem Energie abgezogen wird, bevor der Kampf beginnt. Hier können wir jetzt gegen Spoiled Rotten, was auch immer das bedeutet. Spoiled heißt eigentlich verdorben und Rotten heißt verrottet. Also kommt mir ein bisschen komisch vor. Irgendein verrotteter, vergammelter, verdorbener Gegner. Ich weiß auch nicht genau. Hier ist genau dann der Item Shop. Und da können wir uns dann gewisse Sachen kaufen. Für die zum Beispiel eine Apfelbombe oder eine Blastkanone oder den Weiser Man oder ein Bugel, keine Ahnung. Kostet halt mehr Münzen, die wir in Min-Spielen gewinnen können und die ziehen dann Gegner mehr Punkte ab. Hier ist es Smile for You. Das kostet nichts. Ist ja toll. Das ist kostenlos. Na schön, Exit. Brauchen wir nicht, machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier gegen den Boss an. Oh yeah. Wollen wir mal gucken, was der aufzubieten hat gegen uns. Yeah, da ist er am Pumpen und da ist der Boss. Der Boss! So, und der will einfach nur richtig auf den Sack bekommen. Da haben wir hier zwar kleine Gegner, aber die sind nicht von Bedeutung für uns. Wir tackeln den einfach mal um. Bam! Bam! Und ihr seht oben, wir haben tatsächlich nur eine Minute Zeit für den Endboss. Also auch die Endbosse sind auf Zeit. Wir dürfen uns da nicht zu viel Zeit lassen. So, jetzt ist er stinkig, jetzt dürfen wir ihn von oben nicht mehr angreifen. Das ist jetzt soweit klar. Mist. Boah, das war aber knapp. Okay, also den Sprung muss man richtig gut ansetzen, ansonsten kommt man da nicht rüber. Der ist ziemlich groß. Bam. Na, wie schmeckt dir das? Das schmeckt bestimmt nicht. Rums. Das war's. Praktisch die Tutorial-Welt mit dem Tutorial-Boss, wenn man das denn so möchte. Aber die Welt ist clear. Yeah! Bam! Okay, die Welt haben wir frei fertig gespielt. Und wie ihr seht, es gibt vier Welten. Eine gelbe, eine rote, eine grüne und eine blaue. Und, ach ja, und dann gibt es noch ein extra Level. Aber pst, keinem sagen, ist ein Spoiler. Ja, egal, wir werden jetzt jedenfalls diese Level durchspielen. Was haben wir denn da? Die Sapphire Passage. Die Saphir-Passage. Crescent Moon Village. Ich weiß nicht, was Crescent heißt. Moon Village ist ja klar, das Monddorf, aber was Crescent heißt, weiß ich nicht. So, was ist das denn hier? Einer, der uns zum Zombie macht. Fallen wir bestimmt hier durch diese Blöcke durch. Will ich nicht. Ich will nicht durch die Blöcke durchfallen. Was ist das denn hier? Warum sieht man denn hier so schlecht? Soll das so sein? Ich kann mich da nicht mehr so recht dran erinnern, ob das so richtig ist. Das kann eigentlich nicht so richtig sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo? Ich sehe überhaupt nichts. Hallo? Warum sehe ich nichts? Das ist gar nicht gut. So, jetzt haben wir eine richtige Ansicht. So soll das Level aussehen. Okay, jetzt kann ich da auch wieder hingehen. Und jetzt traue ich mich da auch wieder hin. So soll das Level eigentlich aussehen und nicht so total undurchsichtig. Ich weiß nicht, warum das eben so war. Muss ich was Kleines ändern. So, dieser verfluchte Mistgegner klaut uns die Punkte.
So, habt ihr ja eben gesehen, der konnte mal an und will uns die Punkte klauen, aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich will nicht, dass der mir die Punkte klaut. Also der tut uns tatsächlich nichts, sondern klaut uns nur die Punkte. Blöder Raffzahn. Warum ist denn der so gierig? Kann der das nicht irgendwie... Geh dir doch selber Punkte verdienen, was soll denn das? Er kommt einfach an und versucht einen hart arbeitenden Wario um seine wohlverdienten Punkte zu bringen. Das gefällt mir aber nicht. So, ja. Habe ich die wohl weggenommen, wa? Kannst du auch nichts machen. Geh doch zu deiner Mami weinen. Ja, ja, würdest du aber nicht machen, weil du ja so ein unabhängiges Spukgespenst bist und so. Naja, ich weiß genau, wie Leute wie du ticken, Mann. Du hast keine Ahnung. So, warum stockt denn das jetzt hier? Oh, da brauchen wir irgendwas zum Werfen. Dich, können wir dich werfen? Hoppala. Jawohl, können wir. So, dann schmeißen wir dich mal dagegen. So, ist das richtig ungefähr die Höhe? Nein, das hat nicht geklappt. Gut, wie wär's, wenn wir da einfach gegenrollen? Das ist, glaube ich, einfacher. Mist. Hier ist aber irgendwie nichts. Moment, hier ist doch eine Fledermaus. So, da können wir jetzt zumindest zur Fledermaus werden. Aber da kommen wir nicht hoch. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt auch nicht so recht, wie man da hinkommen soll. Man bräuchte irgendwie was zum Werfen. Aber das hatte ja eben nicht geklappt. Na, keine Ahnung. Wenn wir wieder zur Fledermaus und holen uns da die Punkte. Ja. Hier ist es ganz schön, eine Fledermaus zu sein irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch komischerweise einer der ersten Skills, die man hier bekommt. Also die einem vorgestellt werden. Okay, da müssen wir noch hin. Gut. Das war jetzt eigentlich nur die Sache, die ich noch gucken wollte. Ob wir da jetzt unbedingt hin müssen. Oder ob das nicht notwendig ist. Und hört mal auf die Musik. Hat sich auch wieder verändert, weil wir eine Fledermaus sind. Hurra! Ein Viertel des Levels haben wir schon mal abgeschlossen. Komm her, du kleine Fledermaus, du. Ja. Sehr schön. Wie er fliegt, das ist voll geil. Ich muss aber noch irgendwie herausfinden, wie ich da wie ich diesen einen Stein da kaputt kriege. Weil das habe ich jetzt noch nicht so recht verstanden. Oh, Mist, da muss ich... Na, verdammt. Jetzt habe ich verkackt. Haha! Dachtest wohl, du bist schneller, aber du warst nicht schneller. Ich war schneller. Oh je. Yeah. Ich habe gesehen, was du wolltest. Und ich habe reagiert. Ah, verdammt. Gut, jetzt warst du schneller. Was soll's? Komm, wir müssen uns ja nicht darüber streiten, wer schneller war. Wir können einfach schon mal festhalten, ich bin schöner und besser. Das sollte eigentlich reichen, ne? Von mir aus darfst du denn schneller sein. Ich bin schöner und besser. Was haben wir denn da? Ein riesiger Punkt. Ha, Mist. Und die Gesundheit verfehlt. Gut, ist egal. Wir rennen einfach mal hier gegen wie ein Verrückter. Schön wie ein Verrückter einfach gegenrennen. So gefällt mir das. Was ist denn da hinten? Was ist denn da? Ha! Blöder Mist. Na gut, egal. Ich glaube tatsächlich, dass in diesem Spiel anders jetzt als in Wario Land 3 relativ wenig Geheimnisse gibt. Also dass man hier tatsächlich, wenn man alle diese Dinger holt, diese Bruchstücke, die man ja sowieso braucht, um auf den Boss Zugriff zu erhalten, dann hat man, glaube ich, so gut wie das ganze Level gesehen. Ich bin wirklich der Meinung, viel mehr gibt es denn hier nicht zu tun oder zu entdecken. Bedeutet also, man hat es deutlich schneller durchgespielt als den dritten Teil, weil man im dritten Teil ja noch viel mehr entdecken kann und die ganzen Punkte holen. In dem Bezug ist der dritte Teil fast besser. Aber der vierte hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Es ist ein cooles Spiel, man kann es jetzt nicht anders sagen. Dieses Mistvieh will uns immer zum Zombie machen, aber ich will nicht zum Zombie werden. So, dafür haben wir jetzt hier eine Schräge freigespielt. Jaha! Ba-ba-ba-ba-bam! Wie gefällt euch das? Warum hängt da ein Bild von... keine Ahnung, von irgendeinem Wissenschaftler. Ich wollte jetzt erst sagen von Einstein, aber nur weil da irgendein zauseliger Mann steht, zu sehen ist, muss es ja nicht Einstein sein. Und vor allem Einstein hatte doch keine Brille, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Einstein eine Brille hat. Jetzt hat er die doch gekriegt. Ich bin aber der Meinung, dass der keine Brille hatte. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass unter unserer Energieleiste jetzt dieser rote Balken voll ist. Weil der füllt sich mit diesen kleinen roten Punkten, die man von Gegnern einsammelt. Ich weiß aber nicht mehr so recht, was die bewirken. Was ist denn da? Ah ja, das hier. So, dieser komische Gegner hier. Der macht irgendwie gar nichts. Den gibt es immer in diesen Bonusräumen. Und der ist nur dafür da, um halt etwas zu haben, mit dem man werfen kann. So, mach mal kaputt und dann lassen wir die hier reinrennen. Und dann bekommen wir die dicke Kohle davon. Wunderbar. So, das ist einfach nur ein Gegner hier, der nicht stirbt und den man immer wieder benutzen kann. Und den hat man halt immer wieder in diesen kleinen Bonusräumen, wo man dann ein paar Punkte gewinnen kann oder vielleicht ein paar Herzen oder sowas. Diese Bonusräume finde ich sehr cool. Und sowas sollte es fast in jedem Spiel geben. Mal kurz ein bisschen
ein bisschen Rätseln und einen kleinen Bonusraum, das ist cool. Und jetzt weiß ich, was das bewirkt. Haha, habe ich nämlich eben gesehen. Wenn man genug Monster besiegt und von denen immer diese roten Punkte bekommt und dann die eigene rote Leiste voll aufgeladen ist, dann bekommt man von den nächsten Monstern eben nicht mehr nur eine Münze und einen roten Punkt, sondern zwei Münzen. Und wenn man Schaden nimmt, dann wird diese Leiste, glaube ich, wieder komplett geleert. Bedeutet also, man wird einfach dafür belohnt, dass man lange unverletzt geblieben ist. Und wenn man dann weitere Monster tötet, dann wird man mit mehr Punkten belohnt, als man normalerweise bekommt. Das ist eine sehr coole Sache. Das ist mir jetzt eben wieder aufgefallen. Ich hoffe, das war verständlich. Das war bestimmt verständlich. Ich habe doch die intelligentesten Zuschauer der Welt. Oder? Ja. Ich habe zumindest gute Zuschauer. Es gibt ja... Du, ah Gott, jetzt setzt mein... Hallo, mein Gamepad setzt aus. Das... ah Gott, mein Gamepad setzt aus. Ich glaube, der Strom ist alle. Aber doch nicht jetzt, komm. Wie wäre es, wenn wir einfach dieses Level noch beenden und dann beende ich auch schon die erste Aufnahme. Einfach, damit ich hier mal, einfach damit ich hier die Batterien austauschen kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich hab... Oh nein, haha. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe so gut wie gar keine Kontrolle über mein... Oh doch, jetzt geht's wieder. So, weil hier ist nämlich der kleine Punkt. Aber ich wollte tatsächlich ohne die aktivierten Steine nach oben fliegen. Und dann hätte ich da eben noch den besonderen Punkt bekommen. Oh nein, dieser verdammte Geist klaut meinen Schlüssel. Hallo. Hör auf, meinen Schlüssel zu klauen, du Drecksmistvieh. Gott, das hatte ich ganz vergessen, dass der den Schlüssel klaut. Was will denn der mit dem Schlüssel überhaupt, hä? Okay, du kannst mir ja die Punkte klauen, aber was willst du mit dem Schlüssel? Guck mal, der freut sich einfach nur. Das ist einfach nur so ein Trollgeist, der freut sich einfach nur. So, das, was wir jetzt machen, tatsächlich das ganze Level wieder zurückrennen, ist etwas, was wir in fast jedem Level machen müssen, wenn diese Zeit runterzählt, weil der Ausgang meistens am Anfang ist. Der Ausgang ist nämlich außerdem der Eingang, durch den wir reingekommen sind. Deshalb müssen wir hier wieder das ganze Level zurückrennen. Und man ist dann manchmal erschrocken, wie wenig Zeit man doch bekommen hat. Aber es ist doch eigentlich immer genug Zeit. Also man muss sich eigentlich nie so sehr hetzen und so sehr übertreiben, wie ich es gerade tue. Man schafft es gut. Aber dann kann man noch mal sehen, was in dem Level alles drin steckte. Ach komm schon, jetzt reagier schon. Runter. Oh Gott. Okay, ich muss ganz unbedingt, ganz dringend die Batterien wechseln in mein Gamepad. Ha, jetzt lauf schon. Ah, du kannst mich doch nicht einfach jetzt hängen lassen, wenn es wirklich um Zeit geht, ja? Jetzt gib mir schon den Schlüssel, verdammt. Komm her. Ah. Ihr habt doch gesehen, wie richtig die Türen zugegangen sind, damit man nicht ohne den Schlüssel rausgehen kann. Also, man kann natürlich nicht den Schlüssel holen und trotzdem das Level beenden. Aber dann kommt man ja nicht ins nächste Level. Das ist ja nur so ein kleiner Schutz, damit man nicht aus Versehen ohne geht. So, jetzt lass mich da durch und... Ah, jetzt lauf schon! Gott! Richtig Batterienpanik hier. Da wollen wir rein. Wunderbar. Das war das Ende. Wir sind hier tatsächlich irgendwie in anderthalb Minuten durch das ganze Level wieder zurückgerannt. Ah, Gott. Ah, die Musikdisk haben wir nicht gefunden. Das ist etwas, was ich vergessen habe. Tatsächlich eine einzige Sache, die man in jedem Level suchen und finden kann, ist diese Musikdisk. Aber es gibt nur ganz wenige Level, wo ich sie tatsächlich gefunden habe. Das ist nämlich echt was sehr Kniffliges. Wahrscheinlich war das der Bereich, wo ich nicht reingekommen bin, wo man den Gegner gegenwerfen musste. Das habe ich ja einmal versucht und dann nicht geschafft, dann habe ich ja aufgegeben, ich Idiot. Aber da wäre wahrscheinlich die Musikdisk hinter gewesen. Was uns die bringt, ich glaube, dann kann man tatsächlich in ein Menü gehen und sich Musik anhören. Und das finde ich dann doch sehr albern. Also das war es erst einmal von dieser Aufnahme von Wario Land 4. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten wieder. Wenn ihr einschaltet, ich muss ja erstmal Batterien wechseln gehen. Tschüss und bis dann.